Wer möglichst lange eine Freude an seinem Elektrofahrzeug haben möchte, sollte effizient fahren und seine Batterie schonen. Um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen, wäre ein Tipp, entsprechend nur bis 80% zu laden bzw. das Fahrzeug im Ladezustand auf 80% einzustellen. Das schont die Batterie, weil ab 80% ohnehin die Ladeleistung reduziert wird, weil ab dem Punkt die Zellen mehr gestresst werden. Zu häufiges Schnellladen an Schnellladestationen mit hohen Leistungen oder beispielsweise auch das Vollladen auf 100% und das Fahrzeug dann mehrere Tage stehen lassen an der Ladestation. Das stresst die Zellen, das schädigt die Zellen und dadurch verringert sich die Lebensdauer. Auch der richtige Fahrstil kann helfen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Starkes Beschleunigen, plötzliches Abbremsen und hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten sorgen dafür, dass der Stromverbrauch in die Höhe schießt. Bei Elektrofahrzeugen hat man durch das Verzögern allerdings die Möglichkeit, Energie zurückzugewinnen, nämlich durch Rekuperation. Rekuperation bedeutet, die in Fahrzeug steckende Bewegungsenergie während der Fahrt sozusagen umzuwandeln während einer Verzögerungsphase, also wenn ich aufs Bremspedal steigere, umzuwandeln in elektrische Energie für die Batterie. Dabei funktioniert es technisch gesehen so, dass die Bewegungsenergie über den Elektromotor, der dann als Generator fungiert, umgewandelt wird in elektrische Energie, die ich mir dann in der Hochvoltbatterie speichere und dadurch meine Reichweite wieder erhöhen kann. Das führt so weit, dass zum Beispiel im Stadtbetrieb bei häufigem Stop-and-Go-Verkehr die Reichweite um bis zu 20% wieder verlängert werden kann. Bei den meisten E-Autos können die verschiedenen Stufen der Rekuperation eingestellt werden, vom lockeren Ausrollen bis zum One-Pedal-Driving. Meistens sind es so 3 bis 4 Stufen, das heißt die höchste Stufe bremst am stärksten, gewinnt auch am meisten Energie zurück. Die niedrigste Stufe kann so weit gehen, dass das Fahrzeug sogar frei rollt, das heißt da wird gar keine Energie mehr zurückgewonnen. Anfangs würde ich fast empfehlen, in mittleren Stufen zu beginnen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, für welche Fahrsituation jetzt welche Einstellung das Beste ist. Es muss mit vorausschauender Fahrweise abgeschätzt werden, wie viel Platz habe ich jetzt für meine Verzögerung und je knapper der Platz wird, umso höher sollte ich eigentlich die Rekuperationsstufe wählen. Ein Sonderfall, wie man das auch steuern kann, das sogenannte iPedal, wo alles wirklich nur über das Gaspedal geregelt wird. Das heißt, die Stellung meines rechten Fußes entscheidet, wie viel beschleunigt bzw. verzögert wird. Und da kann man wirklich auch sehr hohe Rekuperationen teilweise bis zum Stillstand erzeugen. Und da gehört besonders viel Übung dazu, weil kleinste Bewegungen des rechten Fußes schon große Auswirkungen haben. Um die Reichweite des Elektroautos zu verlängern und Strom zu sparen, kann auf Autobahnen oder Schnellstraßen das sogenannte Segeln oder Gleiten angewendet werden. Sinn macht das in Situationen bei wenig Verkehrsaufkommen, eher im Überlandbereich, wo ich größere Distanzen einblicken kann und besser abschätzen kann, wann ich welche Geschwindigkeit brauche. Wenn ich auf einer Kurve zum Beispiel zufahre, über Land oder in weiterer Entfernung eine rote Ampel sehe, dann macht es Sinn, in eine Rollphase zu kommen, wo weder Beschleunigung noch Verzögerung stattfindet. Und das nennt man dann das Segeln. Einerseits ist es über Einstellmöglichkeiten händisch zu erreichen. Über das Warm Pedal Driving gehört dann schon sehr viel Übung dazu, genau diese Mittelposition am Fahrpedal zu finden, wo weder Beschleunigung noch Verzögerung stattfindet. Wer sich nicht dauernd auf die batterieschonendste Fahrweise konzentrieren möchte, kann auch einfach den Eco-Modus im Elektroauto aktivieren. Dieser nutzt je nach Fahrzeug und Fahrsituationen die Rekuperation oder schaltet automatisch in den Segelmodus. So fährt man sein E-Auto sparsam und effizient.